Ja, guten Morgen in die Runde. Willkommen bei der digitalen BTT und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das freut uns besonders, weil wir wissen, was Corona-bedingt gerade in den Theatern los ist. Und heute ja auch die große Demo hier in Berlin. Trotzdem schön, dass ihr da seid. Und wir werden in den nächsten 45 Minuten Einblicke in unser Teilprojekt geben, Augmented Reality in der Veranstaltungstechnik. Wir würden euch bitten, die Mikrofone so lange stumm zu schalten. Trotzdem könnt ihr auch währenddessen Fragen im Chat stellen. Wir haben zwei Co-Moderatoren am Start, das ist die Maria und auch der Vincent, die währenddessen antworten können. Und wir haben am Ende 10 Minuten Fragerunde, wo wir uns eine lebendige Diskussion mit euch vorstellen, wo ihr alle dann die Mikros dann moderiert auch wieder aufmachen könnt. Wenn ihr möchtet, freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Videos anmacht. Das ist für uns einfacher und schöner, diese ganze Session live und lebendig zu halten. Und bevor wir starten, geben wir euch, nächste Folie, einen kurzen Einblick in unser Studio, was wir hier aufgebaut haben, denn wir senden tatsächlich live aus Berlin. Mats ab, genau, alle mal winken. Sozusagen die kleine Mini-BTT hier bei uns im Friedrichshain mit Ionisierungsanlage. Also wir sind alle Corona getestet, deswegen dürfen wir auf engstem Raum miteinander arbeiten und wir hoffen, es geht euch gut. Ja, dieses Projekt, was wir euch gleich vorstellen, ist Teil, wir zeichnen diese Session auf, das war eben auf dem Startbildschirm auch zu sehen und wir hoffen, es ist für alle in Ordnung, sodass wir dann im Nachhinein auch dieses Projekt noch größer, die Reichweite vergrößern können und Menschen sich das in Ruhe anschauen können, wenn sie nicht im Arbeitsalltag am Theater. Zumal es auch ein paar Projekte ja auch gleichzeitig vorgestellt werden, deswegen ist es ganz gut, dass wir die Möglichkeit geben können, dass alle sich das später auch nochmal als Video anschauen können. Ja, ich bin Franziska Ritter, Pablo Dornhege. Und Sascha, kannst du uns kurz die Maus rüberreichen? Genau. Danke. Ja. Und wieder zurück. Nächste Folie. Dieses Projekt ist Teil eines größeren Forschungsprojektes Immaterial Theater Spaces. Wir sind vor einem Jahr gestartet, gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, haben in diesem Zuge auch den Kompetenzbereich Digital DTHG gegründet an der DTHG und widmen uns sozusagen der Erforschung der Potenziale von virtuellen und augmentierten Realitäten im Theater ganz allgemein und zwar im Bereich Architektur, im Bereich Technik und im Bereich Bühnenbild. Ihr seht hier, dass wir 9 Teilprojekte haben. Es geht um Vermittlung, es geht um Erlebnis und es geht aber auch um Werkzeuge, die wir mit diesen Technologien prototypisch als Musterlösung erarbeiten wollen. Und heute zeigen wir euch sozusagen, was passiert, wenn man Werkzeug und Theatertechnik kreuzt und haben uns sozusagen der Augmented Reality als Technologie gewidmet. Und dazu gab es erste Workshops, ich glaube 2 waren es insgesamt, die in Dortmund in der Akademie für Theater und Digitalität stattgefunden haben, wo wir uns erstmal mit der Technologie beschäftigt haben. Wir haben auch dort unser Projekt vorgestellt, haben mit den Partnern aus Industrie und aus den Häusern auch sprechen können und dabei viel diskutiert. Nächste Folie. Genau, viel diskutiert, viel getestet, die Technologien ausprobiert, konnten uns mit Augmented Reality beschäftigen, konnten schauen, verschiedene Technologien ausprobieren. Wir haben mit Smartphones gearbeitet, wir haben mit Tablets gearbeitet, aber wir hatten auch Brillen am Start und konnten dann einen Einblick darin gewinnen, wie diese Geräte überhaupt funktionieren. Dann haben wir viel konzipiert, überlegt, wie können diese verschiedenen Technologien zum Einsatz kommen. Und dann kamen wir in eine prototypische Bastelphase, in eine Sitzung, in denen wir diese ersten Ideenansätze erstmal als kleine Papier-Mockups rekonstruieren konnten und nachgebaut haben, haben überlegt, wie kann es im Bühnenkontext stattfinden, wie kann das an einzelnen Objekten stattfinden, an einzelnen Produkten. Und haben das dann auch aufgezeichnet, uns gegenseitig oder die Teams haben gegenseitig präsentiert und darüber auch diskutiert. Dabei ist eine Vielzahl an an Anwendungsideen entstanden, von
ja, Ferndiagnosen, einfachen Tools wie eine Winkelberechnung, wie zum Beispiel eine Stahlseilrundschlinge, wie viel Winkel, wie viel Traglast sie dann haben kann, augmentierte Aufbauanleitungen zu einzelnen Produkten, Warenwirtschaftssysteme, Anleitungsvideos, die direkt zu einem Produkt eingeblendet werden können, wenn man sie gescannt hat. Oder später auch bei smarten Objekten zum Beispiel Belastungsanzeigen oder dass die Sensoren direkt ausgelesen werden und über eine Brille oder über ein Smartphone direkt ausgelesen werden können. Eine Idee, die dabei entstanden ist, war die Augmentierung eines Produkts, die augmentierte Aufbauanleitung für eine Vorhangschiene. Die hier sehen wir gerade die Mockup-Situation, wie sie aufgebaut worden ist, und die haben wir uns als ersten Prototypenfall ausgesucht. Genau. Wir freuen uns heute als Gast auch Andreas Gause von der Firma Garriott hier im Zoom zu haben, der auch bei dem Workshop dabei war und mit dem auch diese Idee entstanden ist. Und Andreas, ich würde dich bitten, dein Video ist schon an, dein Ton ist auch an, wunderbar, uns kurz zu erzählen, warum es eigentlich notwendig ist und was eigentlich eine Trumpf 95 Vorhangschiene ist. Ja, hallo, Franziska hat mich schon vorgestellt, ich bin Andreas Gause, Marketingleiter bei Garriott. Und war dann in Dortmund bei dem Workshop dabei und wir haben uns gefragt, was können wir denn als Beispiele zeigen? Und unsere Trumpf 95 Schiene ist ja eine unserer langjährigen Standardschienen, in vielen, vielen Hunderten und Tausenden Kilometern verbaut, in Theatern. Jeder kennt sie eigentlich, der sich in diesem Bereich bewegt. Und normalerweise verschicken wir die Schienen ja mit einer manuellen gedruckten Aufbauanleitung oder es ist einfach schon das Wissen da an den Häusern. Es ist aber auch häufig so, dass wenn wir an Neukunden verschicken, hier oder da doch die eine oder andere Frage auftaucht, gerade bei komplexeren Installationen. Und die Idee natürlich, das in Augmented Reality, wir haben uns bis jetzt immer Augmented Reality vor allen Dingen im Projektionsbereich damit beschäftigt, weil wir hier ja auch Produkte haben, die dort passen. Von daher hat das Ganze auch sehr mein Interesse oder unser Interesse geweckt und das Thema Augmented Reality oder eine Aufbauanleitung in Augmented Reality natürlich sehr spannend war. Am Anfang hatte ich tatsächlich auch zugegebenermaßen so ein bisschen Schwierigkeiten, die Komplexität des ganzen Vorgangs auch zu durchschauen und auch den Nutzen zu durchschauen. Oder nicht den Nutzen zu durchschauen, sondern die Machbarkeit zu durchschauen. Wie kann das Ganze denn stattfinden? Ich finde aber, hier sind echt durch euch wirklich große, große Fortschritte gemacht worden. Wir haben ja im Prinzip alle Daten vorliegen in 3D, haben die 3D-Daten ja auch zur Verfügung gestellt. Und ja, finden das Projekt einfach oberspannend in dem Gedanken, dass nachher jemand entweder mit einer Brille oder einem Handy in, keine Ahnung, Singapur oder Christchurch, meistens passieren die Fragen ja dort oder Fehler gegebenenfalls da, wo es maximal am weitesten weg ist in dieser Welt. Und da kann natürlich über so eine Technik sehr viel erreicht werden. Ja, das zu dem Thema eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 5 Minuten, die ich reden sollte, voll habe. Wunderbar. Wir sehen hier nochmal, vielleicht sagst du dazu nochmal was. Ja, das ist in Rotterdam ein Projekt. Das ist unser Trumpf 95 Schienensystem auf einer Theaterbühne eingesetzt. Man sieht den Grid oben, man sieht aber vor allen Dingen die gebogenen Schienenanlagen. Es ist einfach ein sehr flexibles Schienensystem, mit dem ich sehr einfach per Hand oder auch elektrifiziert oder motorisiert Vorhänge bewegen kann. Wunderbar, vielen Dank, Andreas. Ja, gerne. Und wir gehen zurück nach Berlin, als wir sozusagen inspiriert auch durch deine Einführung im Workshop in Dortmund dann hier nach Hause kamen, haben wir uns gedacht, okay, wir widmen uns diesem Objekt erstmal analog, um es in seiner Komplexität zu verstehen. Und vielen Dank hier auch nochmal ans Deutsche Theater, die uns die Probebühne zur Verfügung gestellt haben. Und an dich, Andreas, der mit der Schiene angereist kam, 3 Meter mit vielen, vielen Zubehörteilen, die wir nicht kannten. Ich bin Architektin, Pablo Szenograf. Wir haben Vincent als Theatertechniker mit im Team. Aber auch die Programmierer und Developer sollten sozusagen hands-on lernen, wie diese Vorhangschiene funktioniert, um dann augmentiert damit umzugehen. Vincent war aber nicht dabei und deswegen mussten wir uns selber erstmal so ein bisschen die Karten legen und haben uns diesem Objekt erstmal wirklich über seine Einzelteile genannt. Und das war ganz interessant, also wir da nochmal wirklich nochmal ein anderes Gefühl dafür entwickeln konnten, dass also, da eine Komplexität eigentlich in so einer einfachen Vorhangschiene nämlich drin steckt. Genau, also hier haben wir viel Erfahrungswissen sammeln können, wovon wir noch heute profitieren. Und daraus ist entstanden
ein Tutorial oder eine, wir haben sozusagen eine Aufbauanleitung erstmal redaktionell aufgeschrieben. Hier war total wichtig, also klar mit dem Material, was Gary jetzt uns zur Verfügung gestellt hat, haben aber auch gemerkt, um es wirklich in den digitalen Raum zu kriegen, muss es sehr einfach sein, sehr klare Sprache und sehr präzise, knappe Sprache beinhalten, weil oft wenig Platz ist auch und sozusagen eine leichte, verständliche Sprache hier zu finden war der Fokus und eine sinnvolle Reihenfolge. Natürlich kann man eine Vorhangschiene so und so aufbauen, viele Wege führen nach Rom, haben wir auch gemerkt, aber auch da sind wir immer noch im Prozess, über den digitalen Raum jetzt herauszufinden, wie wirklich die optimale Aufbaureihenfolge ist und wo mögliche Fehlerquellen liegen können. Wir sehen hier in der Tabelle, wir wissen, man kann hier nicht gut lesen, aber man sieht, es ist komplex. Hier sind Werkzeuge aufgelistet, die für jeden Schritt benötigt werden. Hier sind Hinweise und Warnungen schon mit redaktionell bearbeitet. Und aus dieser Tabelle, tatsächlich eine einfache Excel-Tabelle, speist sich das System. Und jetzt würde ich gerne übergeben an unsere Grafikerin und Illustratorin bei uns im Team, Maria Bürger, die digital hinzugeschaltet ist. Maria, genau, die, ja, sozusagen für uns das User-Interface-Design entwickelt hat. Exakt. Ich bin da im Grunde genommen auch gerade noch im Entwurfsprozess. Und was hier zu sehen ist, ist ein erster Stand, wo letztlich die verschiedenen Komponenten zusammengeführt werden sollen, von was ist die Anweisung, quasi was ist der konkrete Schritt, was sind alle Werkzeuge, die in diesem Moment gebraucht werden, weil sich das ja auch von Schritt zu Schritt unterscheidet. Und dann auf welchem Schritt im Verlauf aller Schritte stehe ich nun. Also es führt sich quasi aus Anweisungen, Werkzeug und Verlaufsanzeige zusammen und soll im Grunde genommen so ein bisschen erinnern wie an so eine Musikeinrichtung im Sinne von vor, zurück, play, sodass das alles quasi sehr gebündelt ist in diesem einen Bedienelement am Boden oder im unteren Teil des Screens und es letztlich aber so ist, dass das sowohl auf dem Desktop, also in einer Desktop-Version funktionieren soll, als auch in VR, als auch in AR, also einmal voll immersiv und einmal als augmentierter Inhalt. Und es da so ist, dass das natürlich über verschiedene Screengrößen, Auflösungen etc. responsiv sich aufbauen muss. Und deswegen da immer die Frage ist, wie weit kann es reduziert werden und trotzdem noch möglichst funktional sich brauchbar machen in der Anwendung. Und in dem Fall ist zu sehen, dass natürlich verschiedene Schritte abgebildet werden sollen, durch die man dann geführt wird und sich da auch immer je nach Inhalt, je nach Schritt, jeweils natürlich das Interface anpasst, gemäß der Excel-Tabelle, wie sie zu sehen war. Warnhinweise und quasi noch Anmerkungen, Hinweise, dann auch in möglichst verschiedenen Farben irgendwie sich erkenntlich machen, sodass das leicht bedienbar, leicht erkennbar ist. Danke, Maria. Ja, was ist eigentlich WebXA? Ach, schönen Dank. Was ist ein WebXA? WebXA ist eine Schnittstelle, die es in dieser Form erst seit diesem Sommer gibt. Sascha, korrigier mich. Ne? Nee, ist richtig, ja. Seit diesem Sommer gibt. Und zwar gibt es schon seit längerem verschiedene Protokolle und Konventionen, wie Augmented Reality und VR im Netz funktionieren können. WebXA ist aber deswegen so interessant, weil es all diese Sachen zusammenführt und die verschiedenen Technologien in einem Schnittstellen, in einer Konvention sozusagen zusammenführt und sich die verschiedenen großen Internetkonzerne auch dazu geeinigt haben, diese Schnittstelle oder diese Plattform, nee, ist keine Plattform, diese Schnittstelle, die Konvention gemeinsam zu entwickeln, gemeinsam zu pflegen und darin zu arbeiten. Der Vorteil dabei ist, dass Inhalte auf einer Website liegen, als WebXR-Content, und das hatte Maria eben ja schon auch angedeutet, auf dieser einen Webseite von verschiedenen Technologien darauf zugegriffen werden kann. Das heißt, diese Plattform, diese Schnittstelle ist hardware-agnostisch. Es ist vollkommen egal, ob ich mit einem Tablet reingehe, ob ich mit einem Smartphone reingehe, ob ich mit einer VR-Brille oder mit einer AR-Brille reingehe. Immer ist diese Website der Ausgangspunkt und der gleiche Content, der dann je nach Browser, der auf der Hardware läuft, etwas unterschiedlich dargestellt wird. Also wenn ich das zum Beispiel in AR anschaue, sehe ich im Hintergrund den Realraum. Wenn ich es in VR anschaue, bin ich in einem weißen Raum, in einem komplett immersiven Raum und ich stehe mit dieser Trumpfschiene zum Beispiel in diesem virtuellen Raum. Genau. Und jetzt zeigen wir mal, wie das ausschaut, wenn wir das im Browser anwählen.
Wir haben das lokal gehostet auf unserem Server jetzt hier. Das heißt, das ist eine Live-Ansicht. Richtig, Sascha? Wir sind live da drin. Sascha dreht gerade die Trumpf 95 in ihrem voll montierten Zustand. Ich übergebe. Genau. Die Kontrolle zumindest. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, simsalabim, zerlegt sich die Schiene in all ihre Einzelteile. Also ich betone nochmal, es ist ein Prototyp. Wir sind da ganz am Anfang. Wir arbeiten seit 2 Monaten daran, aber nicht Vollzeit. Und deswegen ist hier noch viel Entwicklung zu tun inhaltlich. Aber es hilft uns sozusagen prototypisch auch in Kontakt mit Andreas Gause und Gary jetzt sozusagen hier zu kommunizieren über Corona hinweg digital. Jetzt sind wir schon beim zweiten Schritt. Die Stiftverbinder führen die Schienen zusammen, 2 Schienenteile. Wir gehen jetzt hier einmal mit euch durch. Ich kann das kurz ein bisschen moderieren und kombinieren. Genau, Schienenteile sind erfolgreich zusammengefügt. Wir sehen unten immer, welches Werkzeug ich dafür brauche. Also das wechselt bei jedem Schritt. Jetzt kommen ganz spektakulär die Rohrhaken. Und eigentlich kommt dann auch die Laststange. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch herausgefunden, dass es in der Darstellung auch wichtig wäre, sozusagen hier die Laststange mit zu zeigen, an der das aufgehangen wird. Auch wenn man die natürlich an unterschiedlichen Orten aufhängen kann, ist das natürlich sehr praktisch. Sie gehört ja auch eigentlich nicht, deswegen war sie nicht in der Tabelle, nicht zum Auslieferungsset, was von Geriets halt mitgeliefert wird. Die hängt ja meistens schon. Ganz genau. Wir haben hier beide Zugwagen, die in der Mitte ausgerichtet werden, da wo der Vorhang sich öffnen soll, die überlappen sich. Andreas, du korrigierst uns, ne? Wenn wir ja, das macht das hervorragend. Ganz das Interessante war, dass wir in verschiedenen Gesprächen, und wir versuchen ja auch immer wieder einen Reality-Check zu machen, in verschiedenen Gesprächen mit Bühnenmeistern und Technikern gesprochen haben, naja, sag mal, braucht ihr das eigentlich oder könnt ihr das nicht eh aus dem FF so eine Vorhangschiene zusammensetzen? Und sagten die meisten, naja, off the record, das hilft uns auf jeden Fall. Denn meistens ist es so, dass so eine Vorhangschiene zusammengesetzt wird und jeder denkt, ich weiß, wie das geht, setzt sie zusammen, die Vorhangschiene wird hochgezogen, der Vorhang wird aufgezogen und beide Wagen fahren in die gleiche Richtung und der Vorhang schiebt sie von links nach rechts. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so. Das heißt, also im Endeffekt ist es wohl schon relativ sinnvoll, auch für Profis so ein Tool zu haben, zumal sich die Konfiguration einer solchen Schiene ja auch immer wieder von Einsatzzweck zu Einsatzzweck auch wieder ändern kann. Mhm. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, was dieser blaue Kreis ist. Das ist der Fokusraum, jetzt hier als Kreis dargestellt, kann aber auch eine Fläche sein, der uns dann vor allen Dingen jetzt in den anderen Devices hilft, wo eigentlich die Konzentration liegt. Jetzt geht es, glaube ich, gerade um die Ableitrolle, nein, Abstandshalter, genau. So, dass man sozusagen auch nicht den Überblick verliert bei einem 3 Meter langen Objekt. Das ist auch die Schwierigkeit im digitalen Raum. Worum es eigentlich gerade geht, trotzdem die Schiene immer als Ganzes auch im Blick haben zu können. Das Interessante ist, Sascha, wenn wir die in VR anschauen, dann ist sie auch wirklich ein 1:1 im Raum. Ne? Das heißt also in Augmented Reality mit der Brille zum Beispiel oder auch mit dem überhaupt in Augmented Reality und in VR haben wir das System immer komplett räumlich in 1:1 da stehen. Das heißt, wenn wir das Original liegen haben, also unseren Baukasten, mit den verschiedenen Elementen und über die Augmented Reality Brille daneben unseren digitalen Zwilling legen, können wir sozusagen immer genau abgleichen, ob die Objekte an der richtigen Stelle sind und ob wir die Teile richtig montiert haben, weil wir immer Zwilling, digitalen Zwilling und Original nebeneinander liegen haben. Mhm. Ja, wir haben es fast geschafft. Ableitrolle, Gegenspannrolle. Jetzt müsste das Seil noch eingeführt werden und der Vorhang wird eingehangen. Herzlichen Glückwunsch. 100 Punkte, Sie haben erfolgreich. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch so einen roten Vorhang, der genau. damit hin und her gezogen werden kann. Gehört auch, doch, müsste eigentlich auch zum Lieferumfang ja, gehören. Ne? Genau. In gewisser Weise. Kann, muss nicht. Kann. Ja, muss nicht, genau. Kann aber. Genau. Wir würden jetzt eins weiterschalten. Genau. Richtig. Sascha, und du übergibst uns wieder. Richtig. Genau. Jetzt. Genau, hier sehen wir nochmal das Hardware-agnostische Feature der Technologie. Das sind jetzt Aufzeichnungen, ist jetzt nicht live, aber jetzt muss ich mal kurz gucken, wie sieht es da aus. Oben rechts haben wir die Ansicht aus VR. Das heißt, Sascha hat das gestern aufgezeichnet, hatte die VR-Brille sich aufgesetzt und ist durch den Raum gegangen und konnte dann der Aufbauanleitung folgen. Oben links sehen wir wie gerade die Ansicht, die wir im Desktop hatten.
und unten links, wie das aussehen würde, wenn man zum Beispiel die Vorhangschiene im Raum platziert mit einem Tablet und dann darum rumlaufen kann und schauen kann, okay, wie funktioniert das Ganze. Und das Gleiche funktioniert genauso auch mit der Brille. Da haben wir aber den Feed jetzt einfach nicht aufzeichnen können. Hast du die Brille da? Die Brille haben wir da, genau, stimmt. Hast du auch eine Brille da? Habe ich auch eine Brille da, ja. Winzen, kannst du mir eine Brille reichen? Also so sehe dann zum Beispiel die HoloLens aus, die HoloLens 2 von Microsoft, die wir jetzt hier haben. Es funktioniert aber auch mit anderen Systemen und das ist halt eben das Spannende bei diesem WebXR, dass es vollkommen herstellerunabhängig funktionieren kann. Wir haben das mit der Magic Leap ausprobiert, das hat auch sehr gut funktioniert. Und im Prinzip jede Augmented Reality Brille, die eine Raumerkennung eigentlich auch hat, würde da funktionieren. Und als VR-System, ganz frisch rausgekommen, hier die Quest 2. Die hat zwei Controller, die habe ich gerade nicht hier, aber ganz in weiß, sehr hübsch. So, Werbeblock vorbei. Und du übergibst wieder an uns, Sascha. Genau, du sagst Bescheid. Haben wir? Wir sind wieder dabei, alles klar. Wie geht's denn jetzt weiter? Gute Frage. Die Idee, eine der ersten Ideen, wir hatten ja schon viele in den Workshops entwickelt, ein weiterer Schritt wäre zu schauen, wie die augmentierte Aufbauanleitung von einem Produkt weiterentwickelt werden kann zu spezifischen oder zu Sonderbauteilen zum Beispiel, die an einer Bühne stattfinden, wo wir sagen, es könnte einfach eine Drehbühne sein, eine Drehscheibe sein. Es könnten aber auch Sonderbauteile von Bühnenbildern sein, die komplex sind, die für eine Wiederaufnahme vielleicht eingelagert werden, dann wieder rausgeholt werden und mit einer augmentierten Anleitung wieder zusammengesetzt werden können. Das wäre eine Option. Eine weitere Möglichkeit, die wir auf jeden Fall untersuchen wollen, weil die Technologie die besten Möglichkeiten dafür bietet, ist zu schauen, wie ein Vier-Augen-Prinzip funktioniert, also eine Fernwartung. Das heißt, wir haben einen Techniker oder einen Bühnenmeister, der kurz vor der Premiere auf einmal feststellt, der Lichtschaltschrank funktioniert nicht mehr, was muss jetzt gemacht werden? Und bei zum Beispiel Film und Partner anruft und sagt, okay, wir haben hier ein kleines Problem. Wie geht's jetzt weiter? Die Augmented Reality Brille aufsetzen kann. Hier in unserem Mockup-Bild ist es die Stahlseil-Rundschlinge. Da wird das Problem wahrscheinlich nicht so schnell auftauchen. Die sollte man auch so hinkriegen. Aber bei dem Schaltschrank wird's dann natürlich etwas komplizierter. Der Support kann sich dann über Notebook oder auch über eine Brille mit einloggen, kann genau sehen, was vor Ort das Problem ist, kann Handlungsanweisungen geben, kann sagen, was gelöst werden muss, was schnell gemacht werden kann oder wo vielleicht doch noch jemand kommen müsste. Interessant ist dabei auch, das wäre die Fernwartung. Das Vier-Augen-Prinzip ist, wenn zum Beispiel eine Abnahme gemacht werden muss auf einer Veranstaltung und der Bühnenmeister vielleicht von der Zentrale heraus die Abnahme mit abnehmen kann, ohne vor Ort zu sein. Ein weiteres Anwendungsszenario, was in dem Workshop mit entstanden ist, ist, dass wir haben es jetzt erstmal als Arbeitstitel Object Tracking genannt, wo der Zustand und die Verfügbarkeit eines bühnentechnischen Objekts getrackt werden kann, das heißt verfolgt werden kann, und zwar über einen Server, da ist es dann vielleicht hinterlegt, aber ich kann es über alle möglichen Devices abrufen, das sind wir auch wieder beim Smartphone oder bei der Brille. Ich kann mir von der Herstellung bis zur Ablegereife im Prinzip immer einblenden lassen, ist das Objekt verfügbar, es liegt zwar im Schrank, aber kann ich es einsetzen oder ist es schon verplant, wird es verliehen, ist es für die nächste Produktion einsetzbar, müsste es eigentlich vor dem nächsten Einsatz gewartet werden, all diese verschiedenen Zustände, die im Lebenszyklus eines solchen Produkts immer durchgegangen werden, können so abgelegt werden, nachverfolgt werden und im aktuellen Ist-Zustand abgerufen werden. Was wir festgestellt haben bei vielen dieser Anwendungsszenarien, ist es total wichtig zu wissen, worum geht's eigentlich? Was habe ich gerade eingescannt? Erstmal müssten wir, vielleicht manchmal reicht es manchmal zu wissen, was für eine Kategorie von Objekt es ist. Es ist ein Scheinwerfer. Okay, da sind bestimmte Anweisungen damit verbunden. Manchmal ist es gut zu wissen oder notwendig zu wissen, welches Produkt es ist, welcher Produkttypus es ist. Um genauere Anleitungen zum Beispiel zu geben. Und manchmal müssen wir ganz genau das Individuum bestimmen. Also welcher Spot ist es jetzt genau oder welches Leuchtmittel ist es genau?
Eine Grundlage dafür bietet eine Unique Identifier, eine ID, eine Kennziffer, die dieses Produkt spezifisch beschreibt. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel, was daraus besteht, erstmal an die Branche festzulegen und dann aus verschiedenen Elementen besteht. Und am Ende steht dann immer die Individualnummer. Das heißt, wir haben Branche, vielleicht Hersteller, vielleicht Produktkategorie und dann die Unique ID, die individuelle Nummer. Die haben wir festgestellt, so eine Nummer ist extrem wichtig. Ob die jetzt über einen QR-Code abgelesen wird, über einen RFID-Chip abgelesen wird, am Ende vielleicht irgendwann über Objekterkennung über die Kamera eingescannt wird, das sei mal dahingestellt. Aber sehr wichtig ist, dass wir über so ein Tool, über so ein Werkzeug, nämlich diese Nummer, diese verschiedenen Objekte zuordnen können. Wir gehen jetzt erstmal immer davon aus, dass es diese Nummer gibt. Die muss aber noch entwickelt werden und das wäre eine Aufgabe, der wir auch als Digital-DTRG beratend zur Seite stehen werden. Aber das ist in diesem Fall nicht Teil unseres Forschungsprojekts. Das müssten wir dann gemeinsam in einem zukünftigen Projekt noch weiter angehen. Ja, und im Prinzip sind wir jetzt schon in dem Moment, wo wir sehr gerne mit euch, mit Ihnen diese Fragestellungen, diese prototypischen Musterlösungen diskutieren möchten. Auch gerne Fragen zur Produkt-ID, Hinweise, andere Anwendungsfälle. Und wir öffnen jetzt die Runde für euch alle. Ihr könnt sowohl in den Chat Fragen stellen oder euch physisch melden per Hand. Es gibt, glaube ich, aber auch so eine digitale kleine blaue Hand. Ja, und ich schaue mal in die Runde, ob es schon erste Fragen gibt. Im Chat sagt jemand Hallo. Ich sehe aber auch, dass zum Beispiel Vesco und Juliane von der DTHG mit dabei sind. Stefan, vielleicht könnt ihr euch mit einer ersten Frage melden. Überhaupt kein Problem. Also ich interessiere mich vor allen Dingen diese Praxisanwendung. Also ich stelle mir das vor, also für mich ist immer Praxisanwendung, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin ein bisschen schwer. Also für mich sind diese Praxisanwendungen immer dann entscheidend, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt ein Mobiltelefon, ihr sagt, wir haben einen Scan und wir haben ein paar Informationen. Ich kann mir ganz schnell Informationen abrufen mit solchen Systemen, um mir auch meine Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen. Also da gibt es ja viele Komponenten, zum Beispiel die Informationen über das Gerät, aber auch das ist doch eine deutliche Zeitersparnis, auch wenn ich diese Informationen so kompakt habe, oder? Absolut, ja, ehrlich zu sein, die Idee kam so ein bisschen auch, der Titel kam, war vorher ein bisschen anders, da ging es um die Steigerung der Sicherheit im Bühnenbereich durch den Einsatz von Augmented Reality. Und wir haben festgestellt, wir haben in vielen Gesprächen und ja auch in den Workshops miteinander festgestellt, dass ein großer Sicherheitsfaktor auf jeden Fall auch Zeit ist. Wenn die Leute gestresst sind, dann wird es auch unsicher, wenn die Leute unter Zeitdruck geraten. Wenn die Leute sich unsicher sind, wie das jetzt richtig hingehört, aber vielleicht auch gerade nicht nachfragen können, wie muss es denn sein, sich die Möglichkeit zu haben, sich diese Informationen schnell und selbstbestimmt nochmal rauszuholen, rauszusuchen, wie muss ich das denn jetzt eigentlich machen? Und ich mache mich nicht lächerlich, sondern ich gucke einfach, okay, das sind jetzt irgendwie 45 Grad bei der Stahlseil-Rundschlaufe zum Beispiel, um dann festzustellen, ja, okay, ich kann das jetzt hier so aufhängen. Ja, und wie war nochmal die direkte Aufhängung zum Beispiel? Hört man dann auf zu lernen oder hilft einem das beim Lernen? Ich glaube nicht, dass man aufhört zu lernen. Man lernt ja die ganze Zeit. Ne? Aber nein, ich glaube, das macht total Sinn. Wir müssen halt immer nur so viele Dinge gleichzeitig ja wissen. Und vielleicht ist es bei der Stahlseil-Rundschlinge jetzt nicht ganz so relevant, ja, da zu wissen, das habe ich dann vielleicht irgendwann aus dem FF. Aber es gibt einfach, das weißt du ja auch ganz gut, ein paar Verordnungen so hinter der Bühne, die wir da so in Büchern haben. Wir haben die Bücher ja gesehen. Das sind ein paar, die habe ich aber nicht immer dabei. Und ich habe auch keine Lust, wenn ich auf der Leiter stehe oder irgendwie auf der Hebebühne bin, diese Bücher mitzunehmen und dann nachzuwälzen. Und dann macht es total Sinn, daran zu gehen und zu schauen, okay, ich brauche gar nicht großartig nachschlagen, sondern ich scanne dieses einzelne Produkt, dieses eine Produkt und kriege die spezifischen Informationen inklusive der Warnhinweise oder der Sicherheitshinweise, die relevant sind, auf mein Smartphone oder direkt in meine Brille eingeblendet und kann dann entsprechend arbeiten. Hm. Weil du den Aspekt des Lernens gerade ansprichst, ich glaube sogar, dass über die neuen Technologien eine andere Form des Lernens möglich sein wird. Wir arbeiten ja in anderen Teilprojekten auch mit Studierenden zusammen, mit der Beuth-Hochschule und versuchen sozusagen im Unterricht selbst diese Systeme auch einzusetzen.
so dass man sich vielleicht auch besser auf eine Situation vorbereiten kann, weil man sie zu Hause schon einmal digital durchgespielt hat. Ja, wir wissen alle, wie wichtig das Analoge und das Gewicht eines Objekts ist oder auch die physische Präsenz im Raum. Aber trotzdem glaube ich, dass das Digitale da unterstützend hinzukommen kann. Das haben wir ja auch gemerkt, alleine, dass wir sozusagen in diesem Tutorial, was wir haben, alle Teile einmal vorgestellt bekommen. Es ist viel leichter und schneller, sie dann richtig einzubauen. Es ist auch dann auch spannend, wenn jetzt zum Beispiel auf die Schienenanlage, auf die TRUM 95 hin, die unterschiedlichen Variationen auch dargestellt werden können. Ja, das ist ja dann jetzt mal irgendwann die Kür, zu sagen, aufgrund eines vorhandenen Lieferscheins und aufgrund der vorhandenen Artikelnummern können wir ein System zusammenbauen und jede Variation oder alle Variationsbreiten des Systems können dargestellt werden. Und dann ist ja auf jeden Fall auch der Lerneffekt da. Ich glaube auch, was auch noch ein Vorteil wäre, zumindest bei dieser, bei dem Prototypen, den wir jetzt haben mit der augmentierten Schiene, ist es ja so, dass ich mir das ja auch im Vorfeld anschauen kann. Ja, ich muss es ja nicht erst dann anschauen, wenn ich es jetzt aufbauen möchte, sondern ich kann im Vorfeld mich schon vorbereiten, ich kann die Website aufrufen und kann sagen, okay, morgen muss ich die aufbauen. Ich gucke es mir schon mal im Netz an und ich glaube, es ist auf jeden Fall angenehmer, so eine Form des Tutorials sich anzuschauen, was auch noch gleich selbstbestimmt ist. Also wir haben, ich glaube, die meisten von uns kennen das auch, bestimmte Aufgaben zu lernen, schauen wir uns YouTube-Videos an. Okay, Pause, redet zu viel, doppelte Geschwindigkeit einstellen, Untertitel an und so weiter und so fort. Wir bauen uns das ja immer dann zurecht. Hier ist es ja wirklich so, ich klicke mich durch. Ich kann mich selber um das Objekt herum bewegen. Ich kann die Schiene nehmen, kann sie mir von allen Seiten angucken, weiß, so wird es gemacht, nächster Step. Ja. Und ich glaube schon, dass das ein sehr gutes Tool ist, um das auch im Voraus sich anzueignen, um dann am nächsten Tag vielleicht wirklich hinzugehen und zu sagen, Leute, ich kann das und setze das Ding schnell zusammen. Ja. Ich glaube, ich kann das nur unterstützen. Denn ich bin viele Jahre meines Lebens Gastspiele gefahren. Und da kommt eine große Kiste an, die wird vom LKW runtergerollt und da ist alles drin. Dann fing die Bastelei an. Man hätte normalerweise, wenn man an irgendwelchen schönen Orten in der Welt ist, nach einer halben Stunde irgendwo sitzen können in der Sonne. Aber nein, man hat jedes Einzelteil stundenlang auf dem Boden ausgebreitet, um zu gucken, wo es hinkommt. Und zwar ohne Gebrauchsanweisung. Also nicht mal das Buch hat man unter dem Arm gehabt. Also deshalb, ich glaube auch schon, ich glaube, dass es eine sehr starke lehrende Wirkung hat, dass man damit, also wenn man das mal nachguckt, da guckt man ja fünfmal nach, dann hat man es. Dann weiß man, was. Und dann gibt man es auch weiter. Sind ergänzende Tools, die einem das Leben deutlich vereinfachen können. Absolut richtig, so sehe ich das auch. Ich meine, das mit der Fernwartung ist ja genau das gleiche Ding. Also ich kenne das aus Uni-Zeiten noch, wenn man der Depp war, der wusste, wie bestimmte Sachen funktionieren, dann wurde man immer gerufen und so, sag mal, kannst du mal kurz, komm mal bitte kurz hier an meinen Rechner, irgendwas funktioniert nicht. Das werde ich, natürlich kann es sein, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie an dem Schrank stehe, an dem Schaltschrank und ich habe eine Frage, aber ich werde das natürlich nicht jedes Mal machen. Das macht man ein, zwei Mal, dann hat man das ja auch gelernt und man kann dann natürlich durch die direkte Betreuung viel einfacher das lernen, kann nochmal eine Frage stellen, ohne dass dann direkt irgendwie ein Servicepartner vor Ort kommen muss, ins Auto steigen muss, herfahren muss, sich das anguckt und sagt, ja, hier, der Schalter. Ja. Und dann setzt er sich wieder ins Auto und fährt zurück. Also es ist natürlich auch insofern, also nicht nur, es ist eine Lebensqualitätssteigerung, die möglich ist, aber natürlich nicht unbedingt immer genutzt werden muss. Ne? Und vielleicht auch vorneweg, ich sehe hier gerade schon die nächste Frage, wir wissen, dass die Reise dahin auch noch eine ganze Weile dauern wird. Das ist der Anfang. Aber wir müssen uns eben auf den Weg machen. Das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen gleich auch jetzt mit der neuen Technologie und dem WebXA mitspielen und das auf die Theaterbranche übertragen. Andere Branchen sind da schon viel weiter, Automobilindustrie zum Beispiel. Ja. Und sehe jetzt hier auch schon die nächste Frage von Andreas Reg. Ich lese sie kurz vor, damit alle hier im Raum die auch hören. Wer entwickelt die einzelnen Anwendungen, Darstellungen, die Firma oder euer Forschungsteam? Ist es nicht ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil für die dargestellten Produkte? Wie soll so etwas geregelt werden? Gute Frage. Wer antwortet? Vielleicht ganz kurz dazu. Wir sind ein Forschungsprojekt, was sozusagen ja über Steuergelder, über das Bundesministerium finanziert wird. Deswegen total wichtig, dass wir Open Source arbeiten, dass wir Open Access arbeiten, dass alle diese prototypischen Musterlösungen, und das ist ein wichtiges Wort, sperrig, aber wichtig, also es sind sozusagen Musterlösungen im Sinne, ja, wir machen es am Beispiel der TRUM 95 Vorhangschiene, werden aber in den nächsten Monaten auch sozusagen die Reise antreten, zu schauen, wie können wir das auf andere Produkte oder Objekte oder Situationen übertragen. Das heißt, dieses Erfahrungswissen, was wir jetzt aus diesem einen Anwendungsfall haben, weiter testen
und gleichzeitig den Quellcode, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, am Ende auf GitHub öffentlich machen, sodass sozusagen die gesamte Theaterbranche davon profitiert. Wir wissen aber auch, dass es sozusagen, es ist ja keine fertige Software oder kein fertiges Produkt, was wir hier erstellen, sondern eigentlich ganz eng mit der Industrie, mit den Theatern, mit den Partnern und den Anwendern zusammen überhaupt die Fragestellungen nochmal präzisieren und schauen, wo die Reise hingehen kann und sozusagen auf diesem Weg ganz viel lernen, was dann sozusagen in weiteren Projekten und Forschungsanträgen vielleicht auch weitergeführt werden kann. Genau. Ja, ich denke auch, das sind drei Teile zu dieser Frage, also drei Antwortsteile. Das erste ist, es sind Prototypen, das Produkt ist noch nicht fertig. Die Idee, die dabei entstehen soll, was am Ende bei rumkommt. Erster Schritt ist das, was Franziska schon angesprochen hat, alles ist Open Source. Das heißt, im Laufe des Projekts, spätestens zum Ende, werden alle Code-Snippets, alle Elemente, die wir benutzt haben, um das zu entwickeln, bei GitHub zum Beispiel als Plattform zur Verfügung gestellt und jeder kann das im Prinzip weiterentwickeln. Punkt Nummer zwei ist, die Idee ist, dass im Prinzip am Ende eine Branchenplattform daraus entstehen soll, die, und das ist das, was wir gemeinsam auch dann in der Folge entwickeln müssten, die zum Beispiel, dass die DTHG ist oder in welcher Form das dann auch stattfindet, dass es ein Hosting angeboten wird, was allen Herstellern das anbietet, die sich dann eindocken können, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Scheinwerfers, da gibt es verschiedene Hersteller, es gibt ja erstmal den Typus Scheinwerfer und ich kriege Grundsatzanleitungen, wie Scheinwerfer funktionieren. Da könnten generische Tutorial-Videos hinterliegen. Aber jetzt habe ich einen speziellen Scheinwerfer und ich möchte, dass mein Produkt auch mit meinem gebrandeten Video dargestellt wird. Dann wäre das kein Problem, dann kann das auf Herstellerseite oder auch von der THG-Seite gehostet werden und aber trotzdem über das gleiche System laufen, das dann alle nutzen können, damit es halt eben diese branchenübergreifende oder branchenzusammenführende ID geben kann. Ja, Vesco? Es ist ja auch eine Zusammenarbeit zwischen eurem Forschungsteam und der Firma. Also es ist ja ein nicht unüblicher Vorgang. Nee, ich finde es auch, ich wollte es auch gerade sagen, ich wollte so ein bisschen auf die Historie eingehen, die auch die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft in diesen Punkten hat. Da geht es nicht, also ich verstehe auch diese Frage und die ist auch total berechtigt und wir müssen die klären. Weil wir wollen nicht einzelne Firmen bevorteilen. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern die Zusammenarbeit mit Firmen und Entwicklungen zu kreieren, ist sehr, sehr alt und hat Tradition. Also Erwin Piscator hat beispielsweise den Profilscheinwerfer zusammen mit Reich und Vogel weiterentwickelt und entwickelt. Das ist ein Künstler gewesen, der hat gesagt, ich muss irgendein Gerät haben, könnt ihr mit mir arbeiten. Reich und Vogel war nicht das einzige Unternehmen, was dann Profilscheinwerfer hergestellt hat, sondern die haben eine zündende Idee gemeinsam weiterentwickelt und die auch Open Source, das Wort gab es noch gar nicht, die haben einfach diese Technologie zur Verfügung gestellt und haben gesagt, das geht so. Und da war die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft in den 20er Jahren sehr involviert in dieses System, auch zu sagen, das Interesse war groß und dieses Pochen auf einzelnen Rechten in den Entwicklungen war bei denen, auch bei den Firmen nicht so ausgeprägt, dass die in großen Streit geraten sind, sondern die haben gesagt, na, wir haben eine Entwicklung und wenn wir diese Entwicklung jetzt bedienen, dann leben wir davon eigentlich alle ganz gut an dieser Stelle. Und es ist auch das Universitäre. Ich verstehe es ein bisschen so, wie es universitäres Forschen mal gedacht war in diese Richtung. Und wir sind weit davon entfernt, einzelne Produkte zu bevorteilen. Aber ich glaube, wir brauchen auch, um es überhaupt entstehen zu lassen, müssen wir einzelne Produkte haben, um zu sagen, ja, das sind jetzt übliche Gerätschaften, die wir im Theater viel verwenden. Und die kommt in dieser oder einer ähnlichen Kubatur an ganz vielen Stellen vor. Und die nehmen wir uns jetzt mal als Beispiel. Und dann, wenn wir dann eine Firma finden, wie zum Beispiel Gerrits, die sagt, ja, wir sind an so einer Entwicklung interessiert, alle zusammen das weiterzuentwickeln, dann ist das natürlich auch ein Benefit für jede einzelne Firma, aber das ist eine Ingenieursleistung, die dahinter steht und eine Entwicklungsleistung, die dann allgemein gutiert wird. Das finde ich gerade gesagt. Also das würde ich sehe da keinen negativen Aspekt. Und vielleicht zur Ergänzung, Vesco, nochmal, wir haben ja in diesem Workshop tatsächlich sehr viele andere Firmen und Hersteller auch am Tisch gehabt. Cast, Fülling und Partner, Schokopro, Hoag, Gabi Höck. Also insofern haben in diesem Findungsprozess sehr viele Firmen und Partner mitgewirkt. Wir haben jetzt angefangen mit Gerrits und laden aber auch hier herzlich nochmal ein, falls jemand Interesse hat, uns zu kontaktieren, um diesen Werdungsprozess mitzugestalten. Es geht nämlich nur gemeinsam mit der Branche. Also im Prinzip ist der Kontext auch der Akademie für Theater und Digitalität ein ganz gleiches. Da stehen auch Firmen mit dahinter,
die sagen, also eigentlich müssten wir Konkurrenten, sind wir am Markt Konkurrenten, aber wir sind nicht in der Ingenieursentwicklung unter den Kolleginnen und Kollegen Konkurrenten, sondern wir haben Lust, was zu entwickeln, das ist unsere Intention. Und das steht da dahinter, dieser forschende Gedanke, und das finde ich total gut. Mhm. Danke, Vesco. Und ich würde gerne noch auf die Fragen, die jetzt im Chat auftauchen. Stefan fragt, gibt es Erfahrungswerte aus anderen Branchen, die man sich nutzbar machen kann? Ja, na klar. Habe ich ja erwähnt, die Automobilbranche ist da sehr weit. Magst du was dazu sagen? Es ist nur, genau, wir schauen uns diese Sachen an, wir scannen sozusagen natürlich, was die Kollegen machen, und das ist natürlich auch Sinn und Zweck dieses Forschungsprojektes, da ein Stück weit auch nachzuholen und dem Theater die Chance zu geben, da mitzuhalten in dieser Entwicklung, weil hier natürlich nicht die Riesenbudgets sind. Deswegen sind wir sehr dankbar über die Möglichkeit dieses Forschungsprojektes. Ja. Gleichzeitig ist es wahnsinnig schwer, sozusagen wirklich Einblick zu bekommen in diese Branchen, weil es sehr oft auch Insellösungen sind, auch am Theater selber. Also das schließt ein bisschen vielleicht auch auf die nächste Frage an. Jede Firma selbst strickt sich sein System, und wir als Verband treten halt an, um zu sagen, es muss ein proprietäres System sein, was sozusagen der Branche zur Verfügung gestellt wird und es leichter macht, vor allen Dingen auch für die vielen kleinen Firmen, für die Solo-Selbstständigen. Das merkt man nicht nur in Corona, wie wichtig das ist, da alle auch auf die Reise mitzunehmen. Ein nicht proprietäres System. Entschuldigung. Beantwortest du deine Frage, Stefan? Wir haben noch 3 Minuten, insofern vielleicht dann auch später nochmal im Dialog. Wir kennen uns ja gut. Ich würde nochmal, Lukas Hölldorfer schreibt an alle, Faller Modellbau hat ein System entwickelt, mit dem man die Häuser etc. auf Modellbauplatten im Voraus ansehen kann. Wäre das auch denkbar für zum Beispiel einen ersten Eindruck bei Textilien und anderen Objekten im Theaterbereich, dass man also bei Bauproben ohne groß 3D-Visualisieren vorher schnell einen Eindruck über bestimmte Wirkungen erhalten kann? Ja, denke ich schon. Jetzt ist natürlich das Ding, also wir haben ja, da wird es morgen einen Talk von uns zu geben zum Thema virtuelle Bauprobe. Das ist ja jetzt der Fall einer augmentierten, wenn ich das richtig lese, zu einer augmentierten Objekt- oder Materialitätssimulation durch Augmented Reality, eine Materialität auf einer Oberfläche zu simulieren. Müsste man eigentlich, und das ist halt eben das Ding, also was Franziska eben angesprochen hat, es gibt überall diese spannenden Lösungen. Das Interessante wäre jetzt zu gucken, wie wir für die Theaterbranche die sinnvollen Elemente zusammenfügen, die häufig in proprietären Zusammenhängen auch bestehen, also gerade in der Automobilbranche, die ja sehr, sehr viel dort geforscht hat, in Volkswagen zum Beispiel mit dem MATA-System. Da gibt es sehr viel, was wir uns abschauen müssen, weil da natürlich die Türen sind zu. Da ist nichts Open Source. Ja. Da kosten die Programme Millionen, und das bringt uns ja nichts. Wir können aber natürlich auf jeden Fall davon lernen und versuchen, diese Technologien dann nach Möglichkeit, vielleicht entsteht irgendwann eine Theater-Augmented-Reality-Anwendung, die diese verschiedenen Module, die wir jetzt hier schon skizziert haben, die wir dabei sind zu entwickeln und prototypisch anzureißen, dann auch irgendwann zusammenfassen kann als die Theater-Augmented-Reality-App, die dann eben auch genau sowas vielleicht auch mit beinhalten könnte. Ja. Aber Herr Höllendorfer, vielleicht ist es, vielleicht wenn Sie den Link haben, Stefan, du fragst auch gerade danach, gerne hier mit in den Chat geben. Es ist immer gut zu wissen, wer an was gerade auch tüftelt und arbeitet. Manchmal ist das online einfach noch nicht gut dokumentiert. Und es ist sehr viel Branchenwissen. Und das ist toll, dass wir das hier auf der BTT sozusagen miteinander teilen können. Vielen Dank. Das schauen wir uns an. Ja. Wir sind jetzt mit Blick auf die Uhr auch am Ende unserer Session angekommen. Vesco, du schaust schon, genau. Es gibt viele, viele spannende andere Beiträge jetzt bei Digital BTT. Wir selbst sind um 12.30 Uhr zu hören mit einem eher Vortrag. Das ist jetzt eher sozusagen ja auch eine Live-Session, wo wir wirklich Einblick ins Machwerk zeigen. Um 12.30 Uhr stellen wir das gesamte Forschungsprojekt vor mit all seinen Teilprojekten. Und heute Nachmittag um 15 Uhr schauen wir in das virtuelle große Schauspielhaus. Also auch da freuen wir uns über Ihre Teilnahme und bedanken uns für die Diskussion und für eure Teilnahme. Ja. Vielen Dank. Sascha, nochmal auf die Folien. Ja. Wir haben noch eine letzte Folie, wenn ihr uns kontaktieren wollt, genau. Die nächste habe ich hier. Zack. So, falls ihr uns kontaktieren wollt, gerne auf der Webseite vorbeischauen oder digital@dtrg.de. Das lesen wir beide. Könnt ihr uns also direkt erreichen. Vielen Dank.